Hallo Freunde, willkommen zurück zu Seville. Wir sind immer noch in der Wüstenoase. Ich bin aber auch schon hier weg gewesen. Nur, ihr wisst nichts davon. Ich weiß nicht, bei Seville ist irgendwie der Wurm drin. Ich habe Folge 21 gespielt. Und habe die Tonspur nicht gespeichert. Ich habe die schön bearbeitet, wunderbar. Wahrscheinlich ist irgendwas dazwischen gekommen. Und ich habe statt auf Speichern einfach auf Schließen gedrückt, sodass ich keine Tonspur hatte. Ich weiß auch nicht, ist der Wurm drin? Naja, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich weiß jetzt wieder mal schon ein paar Sachen, die wir machen können. Naja, ihr wisst ja, wie es ist. Auf jeden Fall, wir haben ja einen Metalldetektor. Und wir wissen, dass die Elfe hier, diese Trottelige da hinten... Damit sollte es schnell gehen. ...den Schlüssel reingeschmissen hat. Los geht's. Los geht's. Boah, seid ihr laut, Lily und Seville. Was macht ihr denn? Bup, bup. 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 Na? Was ist denn jetzt? Ich dachte, es sollte schnell gehen. Jetzt können wir nämlich dann... Das Herz schlägt grün. Ja, das Herz schlägt grün. Damit können wir nämlich jetzt erstmal schon mal die Elfenbotschafterin in die Stadt schicken. Hey, es schlägt aus. Da ist etwas. Das sind aber nur ein paar rostige alte Nägel. Ich packe sie mal zu dem Hammer dazu. Fragen wir noch mal bei dieser dümmlichen Elfe nach. Fragen wir die dümmliche Elfe. Ich hoffe, dass mein friedlicher Protest das hier wäre ganz, ganz Hallo, toll. Ihr Lieben. Wo ist denn der Schlüssel für die Ketten? Im Gebüsch war der Schlüssel nicht. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe vorhin eine Elster damit wegfliegen sehen. Wie unachtsam von mir, daran nicht gleich zu denken. Elstern sind ja so putzige Tiere. Man sagt, sie bringen glitzernde Gegenstände gleich zurück zu ihrem Nest. Das Ganze entwickelt sich langsam zur unendlichen Geschichte. Genau, und da habe ich jetzt irgendeinen tollen Spruch mit Foucault gebracht. Aber naja, das lassen wir jetzt mal. Wir lassen dich nun hier zurück. So, ihr seht ja, da oben ist das Nest. Und jetzt habe ich Folgendes rausgefunden. Das war auch wieder mal nur zufällig. Ne? Ich wollte eigentlich die Schleuder anspitzen. Warum auch immer, keine Ahnung. Hab den Spitzer mit der Schleuder benutzt. Die Schleuder ist nun mit den Termiten geladen. Ihr seht, geladen. Das ist eine Multifunktionsschleuder, die mit verschiedenen... Ihr müsst euch von euren materiellen Bedürfnissen trennen. Halt die Fresse. Nur so werdet ihr imstande sein, eine höhere Bewusstseinsebene anzustreben. Ach, mach den Kopf zu. Also eine Multifunktionsschleuder mit verschiedenen Munitionen und mit Termiten. Das ist nicht gerade eine gute Tat. Aber es muss wohl sein. Mit Termiten kriegen wir natürlich den Ast kaputt und kommen so an den Schlüssel ran. Und haben damit die Botschafterinnen-Elfe kaputt. Wir müssen alle zusammenhalten und gemeinsam für eine saubere Umwelt. Wenn ihr nicht die Fresse hält, mache ich sie kaputt. Haben damit die Elfenbotschafterin bei uns am Start. Die müssen wir dann natürlich noch davon überzeugen, für Gwendolin zu stimmen. Der Schlüssel für die Handschellen. Juhu. Endlich. Wunderbar. Ich finde es ganz, ganz hilfreich, dass ihr mich befreit. Ja, ja, schon gut. Bringen wir es endlich hinter uns, damit du zu dieser blöden Abstimmung gehen kannst. Wisst ihr überhaupt, warum ich hier hingegangen bin? Das habe ich euch gar nicht erzählt. Ich bin hier hingegangen, weil ich in dieser scheiß Wüste einfach nicht mehr weitergekommen bin. Gleich bist du frei. Vielen, vielen Dank dafür. Mir sind schon meine Füße eingeschlafen. Tut mir aber leid. Ja, schon gut. Jetzt geh endlich zur Abstimmung. In Ordnung. Natürlich gehe ich sofort zur Abstimmung. Bis bald. Bis nicht ganz so bald, hoffe ich. Gut, das war die Elfenbotschafterin. So, jetzt haben wir Horny. Na, Seville, freust du dich nicht auch, dass wir eine gute Tat vollbracht haben? Ehrlich gesagt bereitet mir das Magengeschwüre, aber es ging leider nicht anders. Sehen wir zu, dass wir endlich diese Abstimmung zum Laufen bringen. Genau, jetzt haben wir den Zwergenbotschafter, den Druidenbotschafter, die Elfenbotschafterin. Die Feenbotschafterin sind wir selbst. Wir haben die Monsterbotschafter, den Monsterbotschafter und wir haben die Heldenbotschafterin. So, das heißt, es fehlt jetzt wirklich nur noch der Geister- und Dämonenbotschafter. Du sollst da hochklettern, kürzen wir ab. Denn guck mal, das Ding hier kann ich auch wieder mitnehmen. Ich habe mich doch gefragt, ich weiß, ich hoffe, ich habe mich das gefragt in der Folge, die ihr gesehen habt, womit ich die Lampe polieren kann. Klar, mit einem alten Lappen. Den Finnland-Witz bringe ich jetzt nicht nochmal, hatten wir schon, ne? So, das habe ich rausgefunden. Und dann bin ich nochmal bei den Zwergen gewesen. Bei den Zwergen bin ich gewesen, da habe ich aber nichts mehr gemacht. Aber da gehe ich jetzt trotzdem hin, weil ich es ja auch in der Aufnahme, die jetzt gekommen wäre, so gemacht habe. Und da will ich euch mal was zeigen. Das haben wir bisher nämlich auch noch nicht gesehen. Das habe ich in der Folge rausgefunden. Wir gehen in die Zwergenmine. Wir gehen in den Lift. Lily darf das ja. Sie ist ja die Assistentin der Geschäftsleitung. So.
Ich habe ja einen Sägefisch. Ich hoffe, ihr habt gesehen, wie ich den ausgebuddelt habe. Bla 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 bla. Den habe ich ausgebuddelt. Das ist ja schrecklich. Ja, das ist total schrecklich. Können wir das Ganze mit einem hier kann ich jetzt nichts erzählen, weil die zwei immer am Schwätzen sind. Guck mal, ich kann hier hinten durch und kann hier durchgucken. Eine riesige Anzeigetafel. Ich glaube, dort wird der aktuelle Firmenwert notiert. Es ist wohl nicht so gut, wenn der Wert in den roten Bereich fallen würde. Genau, und was machen wir mit dieser Konstruktion, wenn wir wollen, dass das im roten Bereich ist? Ich schätze, dass wir uns 3,2% durch Abschreibungen wiederholen. Haltet bloß die Fresse. Ich will nichts von Abschreibungen und Bilanzen hören, Leute. So. Diesen Sägefisch habe ich ausgebuddelt hinter dem Captain, wo der im Liegestuhl sitzt. Das habt ihr ja, glaube ich, noch gesehen, wie der sich da hinsetzt. Und ich will jetzt einfach mal versuchen, das Ding zu kürzen. Ich nehme... Das ist diese Goldpreisanzeige, von der mir schon... Der Ober... Das hatten wir doch alles schon gehört. Weil sie... Ja! Hatten wir doch alles schon gehört. Und jetzt will ich einfach mal versuchen, ich nehme an, wir müssen das tun, um den Zwergen zu befehlen, für Gwendolin zu stimmen. Weil der sprach ja davon, dass er gerne für den Bösewicht stimmen würde. Jetzt versuchen wir mal hier den Goldkurs in den Keller zu treiben, um die Jungs einfach mal ein bisschen zu überzeugen. Schauen wir mal, was passiert. Das macht natürlich Seville. Ritsche, ratsche. Seville, was machst du denn da? Das siehst du gleich. Das hatte ich bis jetzt übrigens auch noch nicht gemacht. Das mache ich mit euch jetzt zum ersten Mal. Oh, oh. Oh, das nächste Mal will ich, dass du mir vorher erklärst, was du vorhast. Was ist denn jetzt aus den Goblins geworden? Ach, da stehen sie schon. Guck mal, können wir mit denen reden? Tja, es... Seville, manchmal... Nur mal... Entschuldigung, das wollte ich nicht weglegen. Tja, es macht den Anschein, als ob der Goldpreis in den Keller gefallen wäre. Seville, manchmal bist du einfach unausstehlich. Nur manchmal... Ja, warum eigentlich? Ich mag Seville. Also mit den Goblins können wir nicht reden. Jetzt reden wir mal mit den Zwergen, was die dazu sagen. Ihr wisst ja, wie das mit einem Börsencrash so ist, ne? Und Fenstern, Amerika, Hochhäuser und so. Vielleicht liegt deswegen die Matte da. Keine Ahnung. Wir gucken mal, was die Jungs sagen. Bin sehr gespannt. Blop, 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 blop. Hui. Oh, Brittany hat einen neuen Liebhaber. Das hört sich nach einem spannenden... Ja, ganz spannend. Hochspannend. Da kann ich mich auch beim Arzt ins Wartezimmer setzen. Ich schlage vor, dass wir das Geschäftsfeld erweitern, um so die Kursschwankungen abzudämpfen. So, Kumpel, hast du mal die Goldpreise angeguckt? Beispielsweise fortan Rapsöl verwenden. Ah, unsere Assistentin. Könntest du uns einen Kaffee bestellen? Danke. Wollt ihr nicht mal rausgucken? Ein guter Plan. Der Zwerg hatte vorhin noch die Rodungsmaschine bedient. Ah, unsere Assistentin. Er guckt nicht raus. Genau. Dadurch wird dann der Shareholder-Interest aufgewertet und wir können eine Akquisition... Hallo, ihr Zwerge. Ah. Vielleicht solltet ihr euch das mal anschauen. Bei Moradins Stechuhr, wir haben keine Zeit. Wir haben hier ein wichtiges Meeting. Hallo, ihr Zwerge. Bei Mo... Okay, das wollen Sie jetzt nicht hören. Solange der Net Asset Value den Net Margin nicht übersteigt und wir kein Netting auslösen... Ah, unsere... Der Zwerg hatte vorhin noch... Sie wollen es nicht anschauen. Na, dann muss man bestimmt noch was triggern. Wir haben ja genug zu tun. Ich habe ja einen Lappen. Natürlich, das ist das Main Target. Das Main Target. Und mit dem Lappen fahren wir jetzt nach Finnland, damit der wieder nach Hause kommt. Ach, scheiße, jetzt habe ich doch einen Finnland- und Lappenwitz gebracht. Gut, hier Oase. Na, kommen wir wieder hin, habt ihr gesehen? Neuer Spot auf der Karte. Mit dem rechten Mausklick kann ich alle Objekte betrachten. Ja, das wusste ich tatsächlich schon. So, und hier haben wir ja jetzt die merkwürdige Lampe. Und die rubble ich jetzt. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Da hatte ich dann die Folge beendet. Und ab jetzt, von hier an blind, würden die Helden singen. Genie, bist du's? Warum stört ihr mich während meines Urlaubs? Du bist ja hübsch. Wer bist du denn? Das ist doch offensichtlich, du Schnellmerker. Ich bin Luftikus Sausewind. Oberster Gewerkschaftsvertreter der Geister und Elementare und damit deren natürliche Vertretung im Rat. Ach ja, ich dachte, der Skelettpirat wäre der Geisterbotschafter. Also ein Skelett zählt scheinbar nicht als Geist. Gut, was macht denn so deine Gewerkschaft? Was macht denn deine Gewerkschaft so? Ah, unsere Gewerkschaft ist wunderbar. Wir vertreten die Rechte aller Chins, Geisterwesen und Elementare in ganz Ferianis. Wir sorgen für gute Arbeitsbedingungen, angenehme Arbeitszeiten, Mindestlohn. Also für alle Dinge, die die Wirtschaft zugrunde richten. So kann nur ein Arbeitgeber reden. In Wirklichkeit schafft das sogar mehr Arbeitsplätze. Aha, und warum? Weil...
Ja, das weil Argument halt, der Gewerkschaft. Ich bin im Urlaub. Darüber rede ich jetzt nicht. Warum machst du Urlaub? Warum machst du hier Urlaub? Eigentlich mache ich selten Urlaub. Die Gewerkschaftssachen halten mich auf Trab. Aber dieser feine Basilius hat mir diese Reise spendiert. Basilius? Ja, genau. Sehr anständig von ihm. Also ich denke, der wird für Basilius stimmen, selbst wenn er zur Abstimmung geht. Das ist scheiße. Warum bist du als Gewerkschaftsvertreter im Rat? Was für eine lächerliche Frage. Seit Seville abgesetzt wurde, ist im neuen Gesetz verankert, dass jede Gewerkschaft in allen Aufsichtsräten vertreten sein muss. Es ist fantastisch. Man muss dafür noch nicht einmal Qualifikationen besitzen. Mir wird wieder klar, warum ich die Gewerkschaften immer unterdrückt habe. Ja, schon. Aber hier, was Basilius da macht, Ist das nicht Bestechung? Wenn dich dieser nichtsnutzige Basilius zu einer Reise einlädt, dann könnte man das doch als solche empfinden. Ach was. Auch als Gewerkschaftsvorstand darf man sich mal auf eine Reise einladen lassen. Da ist doch überhaupt nichts dabei. Aha, ihr seid nur gegen Bestechung, solange man nicht euch besticht, oder? Genau. Oh, Moment, wie war das? Da sollten wir mal den Compliance Officer einschalten, bin ich der Meinung. Los, los, du musst zur Abstimmung kommen. Ich mache gerade Urlaub. Ich werde mich hier nicht wegbewegen. Nimm deine scheiß Lampe mit. Ich habe dich aus der Lampe geholt. Dafür hat man doch 3 Wünsche frei, oder? Ach, Kleine. Das ist ewig her. Wir von der Gewerkschaft haben das schon lange abgeschafft, weil unsere Geister nur ausgebeutet wurden. Wir haben das Einwunschmaximum durchgesetzt und Wünsche werden jetzt nur noch vergeben, wenn der Chin in einem Duell besiegt wurde. Ja, dann machen wir doch mal ein Duell, würde ich sagen, oder? Wie war das mit dem Duell? Wir Gewerkschaftler haben durchgesetzt, dass ein Chin in einem Duell besiegt werden muss. Wenn der Chin besiegt wird, dann erfüllt er einen einzigen Wunsch und keinen mehr. Dann fordere ich dich jetzt heraus. Ich fordere dich zum Duell. Du? Ha! Du hast wahrscheinlich noch nicht mal ein passendes Deck. Ein was? Hier hast du ein Anfängerkartendeck. Kartenzocken, okay. Also los. Zeit für ein Duell. Aber ich kenne die Regeln doch gar nicht. Ist das mein Problem? Los jetzt. Meine Karten sind alle weiß und unbedruckt. Na und? Spiel endlich deine Karte. Was? Weiße Karte spielen? Andere weiße Karte spielen? Ganz andere weiße. Wir spielen als erstes die ganz andere. So, hier. Ich spiele die Feuerkarte und damit gewinne ich. Ich spiele meine Wasserkarte. Sie besiegt die weiße Karte. Verdammt, dieses Spiel ist totaler Unsinn. Na gut, ich spiele meine letzte Karte. Ich spiele ebenfalls meine letzte Karte. Eis, auch sie besiegt die weiße Karte. Damit habe ich nun vollständig gewonnen. Ha, damit hast du leider keinen Wunsch frei. Was für ein Spiel soll das denn sein? Erklär mir gefälligst die Regeln. Warum sollte ich? Sieh es ein. Der Bessere hat gewonnen. Das war jetzt ein bisschen scheiße. Ich bin der Glücklichste. Das lief jetzt nicht so gut, oder? Das lief überhaupt nicht gut. Unsinniges Kartenspiel. Welche Zeitverschwendung. Scheiße. Aber das erklärt mir nämlich, was das hier bedeutet. Schaut mal. Also, wir haben hier, das habe ich mir angeschaut, auch in der Folge, die ihr nicht gesehen habt. Wir haben hier... Hier sind Symbole für Feuer, Wasser und Eis in einem Kreis angeordnet. Genau, er hat Feuer, Wasser und Eiskarten ausgespielt. Hier haben wir Affen. Eine Holztafel mit einem Affen, der die Arme in Wellenform bewegt. Eine Holztafel mit einem frierenden Affen darauf. Eine Holztafel, die einen fingerwackelnden Affen zeigt. Das deutet wohl auf Feuer hin? Ah, ich habe hier die schon gedreht, seht ihr? Eine Holztafel, die einen fingerwackelnden Affen zeigt. Das deutet wohl auf Feuer hin? Das deutet auf Wasser hin, das auf Eis und das auf Feuer. Genau, also hier ist Eissymbol mit dem Eisaffen, Feuersymbol war mit dem Feueraffen und Wassersymbol war mit dem Wasseraffen. Die habe ich vertauscht, das zeige ich euch jetzt wie. Ihr sollt ja hier alles sehen in diesem Spiel. Wir bestellen einen Drink. Wunderbar. Und zwar bestellen wir einen Coconut. Ich nehme einen Coconut Dream. Genau, das habe ich euch, glaube ich, auch schon gezeigt in der Folge, die ihr gesehen habt, dass wir den da hochschicken können.
kürzen wir kurz ab. Jetzt haben wir nämlich 30 Sekunden. Und dann können wir hier dran gehen. Und können... Das hat nichts gebracht. Ich ordne es wohl besser erstmal wieder so, wie es war. So, jetzt haben wir es geordnet. So, dann nochmal von vorne. Und jetzt drehen wir... Jetzt könnten wir hier einfach mal drehen. Und drehen. So, jetzt habe ich wieder heiß, fröstelnd und Wellen. Ja, habe ich jetzt einfach mal gemacht. So habe ich das quasi gedreht. Aber, psst, ja, der Affe kommt zurück. Äußerst delikat, der Drink. Und wir gehen dann mal. Wir gehen dann mal. Das heißt, ich habe weiße Karten, 3 Stück. Die waren grün, ich habe grüne Farbe. Hier sind Symbole. Ja, ob das was zu bedeuten hat, ich habe keine Ahnung. Wir probieren es aus. Aber das erst in der nächsten Folge von Let's Play Seville. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.